Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulde zu einer neuen Folge Final Fantasy 7 Rebirth. So, Barrett und Red 13. Wie komme ich denn zum Beispiel an diese Materie jetzt? Ja, wir müssen ja vorrangig wahrscheinlich erstmal gucken, dass wir Cloud, Aerith und Tifa den Weg frei machen. Oder den Weg ebnen, wie auch immer man das nennen will. So, komme ich hier hoch? Nope. Okay. Was kann ich hier umstellen? Achso, einfach nur das Tor aufmachen, okay? So. Dann schieben wir mal lieber. Das ist mir deutlich lieber, als zu ziehen. Dann sieht man mehr. Oh, wieso ist hier so ein kleiner Abzweig? Da gibt es so bestimmt einen Superhater. Okay. Oh, der muss weg, der Felsblock. Aha. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Barrett. Okay, das heißt, hier ist nix. Ergo muss ich die Weiche schon mal umstellen, ne? Sehe ich richtig. Oh nein, muss ich nicht. Okay. Wieder zurück. Das heißt, ich muss erst mit der Lore da rein, Weiche umstellen, wieder zurück. Okay. Dann kann ich die gegen das Ding krachen lassen. So mag wie das. Das hört sich nach einem Plan an, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, wie zum Geier komme ich an die Materie da drüben? Also, die möchte ich ja schon haben, ne? Ah, hier, Moment mal. Was ist da? Komme ich da irgendwie hoch? Schiebe die Lore über den Rand. Ja, ich weiß. Danke. Ich weiß ja, was ich machen muss, ne, um die weiterzubringen. Ich will wissen, wie ich an diese dämliche Materie komme. Ist auch keine Leiter, die ich runterschießen kann. Na, gucken wir mal. Na, kümmern wir uns jetzt erstmal hier rum. Das dauert ja schon lange genug, weil das ist jetzt nun mal nicht das Schnellste, so eine Lore zu schieben, ne? Auch wenn man so ein Muskelpaket wie Barrett ist. Schweres Deutsch. So, komm. Ach, siehst du, und was ich bei meiner Aufzählung vorhin noch vergessen habe, was ja noch alles kommt, der Cosmo Canyon, der kommt ja auch noch. Auf den bin ich, Alter, auf den bin ich gespannt. Den fand ich schon im Original richtig geil mit, wie hieß er, Bugenhagen etc. Und diesem Planetarium da. Da bin ich mal gespannt, wie das hier im Remake / in Rebirth gemacht wird. Gemacht wurde. Mann! So. So, ab dafür. Geschafft! Danke! Gut gemacht! 2000! Wehe, du vergisst's. So, nachdem wir das geklärt haben, wie komme ich denn jetzt dahin? Also hier ja wohl nicht. Oder komme ich jetzt irgendwie an die Materie? Von hier aus lässt sie sich nicht öffnen.
Könnt ihr vielleicht was ausrichten? Ah. Ich versuch's mal. Ach, Kuck. Danke, Elvis. Du warst schuldig. 2000, okay? Geschieht mir wohl recht. Yep. Gewitter. Nice. Das finde ich gut. So, Moment, Heiltrank, bla bla bla. Sehe ich hier sonst noch irgendwas? Dem ist nicht so, würde ich sagen. Oh oh. Großer Platz heißt, ne, man muss runterspringen, heißt doch irgendwie ein Bosskampf. Oder ein größerer Gegner. Geschichte vom alten Papa Barrett. Na toll. Oh, Schwachpunkt entdeckt. Verzähle ich. Da also. Wie schmeckt dir der Dreckstück? Los, jetzt. Da fliegen die Augen aus dem Schädel. Feuer. Na, okay. Tut weg. So, danke. Was ist denn das? Oh, Alter, okay. Die Chance muss genutzt werden. Da geht noch was. Extra Magazin. Los, nicht so nah. Ich seh dich. Ein Barrett-Spezial. Nein! Verdammt! Moment, ich muss hier mal ein bisschen mehr Abstand, bitte. Ich übernehme das. Luft ist zeitlos. Er scheint seine Kräfte zu sammeln. Bereithalten. Finde ich jetzt nicht gut. Okay. Oh! Was? What? Was war das denn? Okay, bin ich gut. Jetzt oder nie. In Stücke aus dem Weg. Schluss jetzt. Alter. Jetzt gehörst du mir. So. Baby. Das ist jetzt unfair. Das finde ich unfair. Junge, Junge, ganz schöner Brocken. Wenn wir den einsacken und mit nach Hause nehmen, sind wir Methylmilliardäre. Das ist eine harte Nuss. Okay, kümmern wir uns erstmal. Oh, oh, Moment, ich kann beschwören. Leviathan, komm her. Ich verlasse mich auf dich. Uhuhu. Hallo, alte Schlange. Oh shit, das war jetzt doof. Ich sehe nichts. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Was ist denn jetzt wieder Kristallexplosion? Komm, Alter. So, Moment. Red 13. Gegenstände. Mix. Ne, hier Heilspray. Vergessen zu blocken. Muss man so zu sagen. Ah, nö.
Moment, Synchro-Fertigkeiten? Ungeheuer. Aber Leviathan ist gleich fertig. Damit warten wir erstmal. Wogensturm. Jawohl, zerbröselt zu Staub. Uhu. Danke, ja. Na? Da. Ah, okay. Kann man anscheinend nicht Dingenskirchen, ne? Moment. Sprunggeheuer auf den Kopf. Was? Bestimmte Synchro-Fertigkeiten erhöhen deine Limitstufe, wodurch sich noch mächtigere Limits einsetzen lassen. Cloud beispielsweise setzt auf Stufe 1 Kreuzschlag und auf Stufe 2 Atomisator an. Über die Kodizes der einzelnen Charaktere können auch Limits der Stufe 3 erlernt werden. Okay. Oh, scheiße. Okay, Moment, das versuchen wir mal zu blocken. Alter, okay. Nein, verdammt, das war doof. Aus dem Weg! Kann ich das blocken? Ah, halbwegs. Vita, zack. Da geht noch was. Oh, Das könnte etwas kitzeln. Bringt mir die Köpfe zum Rauchen. So, Limit von Red 13. Moment, was ist denn hier? Ich habe TP und MP zurückerhält. Oh ja, okay. Nehmen wir mal Blutzahn auf den Kopf. So, Kollege. Das könnte etwas kitzeln. Dreckstück. Mein Ohren sicherheitshalber nochmal Vita. Nick, oh. Was ist das denn jetzt wieder, was der macht? Was macht er da? Da geht noch was. Okay. Moment, Kopf. Oh shit, dieser scheiß Regen schon wieder. Moment. Noch nicht synchro, Limit. Katastrophe. Ja, komm. Brems. Nimm das. Jawohl, Alter. Mehr, mehr. Zeug für eine Tracht Prügel. So, Mithril-Golem besiegt. Geil. Eine Treppe aus Mithril, hm? Welch eine Ehre. So. Neues. Na gut, das ist ja anscheinend nichts. Wups. So, hier ist noch was zu sammeln. Segen des Planeten. Keine Truhe, nix. Moment, jetzt bin ich... Ah, jetzt bin ich hier. Ja, alles klar. Mithrilerz. So. Achso, ist egal, ob ich links oder rechts gehe. Ah, nee, ist nicht egal, weil hier kann ich nicht drüber springen. So, her damit. Weg mit den Kisten. Ah, von hier kann ich rüber. Okay. Lass mich raten, ich muss nach oben. Ach nee, genau, von da sind Cloud Aerith und Tifa gekommen. Jo. Ja, gut, müssen wir hier lang. Da sind sie ja wieder.
So, dann werden wir jetzt gleich wahrscheinlich an dem Punkt rauskommen, würde ich jetzt vermuten, wo wir in der Demo die Junon-Region betreten. Das ist jetzt erstmal meine Vermutung. Gucken wir mal. Jo! Na endlich. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht? Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja, aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Ich würde es an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Es ist unsere verdammte Pflicht, den Planeten zu beschützen. Wenn Shinra uns in die Quere kommt, wird halt gekämpft. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth. Alles klar. So, da sind wir wieder mit Cloud, Aerith und Tifa. Gut. Nee, das war nur eine Latüchte, die da ist. Ich dachte gerade, da wäre noch eine Kiste, aber nö. Salbei, Perlen, Ingwer. Okay. Ach nö, come on. Das finde ich jetzt schlecht. Ja, komm, versuchen was, ne? Ruf da. Jetzt erst recht. Aua. Moment, einzige Verkettung? Was? Viereck ist viel Flammenblitz. Ja. Ey, auf engstem Raum sind die echt scheiße zu bekämpfen. Verzieh dich! Aufgepasst. So, Moment. Ich hab Babbit und Tifa im Team? Okay, Moment, das ist jetzt, Alter, ich sehe hier nichts. Das ist echt. Und tschüss! Jetzt das alles? Ich dir, was ich brauche. Ja. Jetzt! Ja. Hier ist jetzt Schluss! So. Weiter geht's. Alter. Junge, sind die auf engem Raum lästig. So, Moment. Eisenerz, Eisenerz. Alter, dunkel ist das hier. Leck mich in der Tasche. Hätten sie hier nicht ein paar mehr Latüchten machen können? Okay, auch wieder verguckt. Ich dachte, da wäre eine Kiste oder irgendwas gewesen, aber nö. Oh. Was? Kommt schon. Und tschüss. Aufgepasst. Ziemlich schwach. Das erste nicht schlecht. Teria Glut hat die nächste Stufe erreicht. Oh, Baby, yes. Feuer 2. Also Feuerer. Heißt es ja. Ne, Feuer 2 und Feuer 3 etc. hieß es ja im Original. Da gab es ja noch nicht Feuer, Feuerer, Feuerjahr und hast du nicht gesehen. Jawohl, da ist Junon. Hey, zeig mal. Und Shinra? Keine Spur. Schrecklich. Das hat niemand verdient. Oh.
Ziel ist? Shinras Festungsstadt, Junon. Los. So, gut. Da, was? Espa Phönix? Oh. Woher ist dieser riesige Vogel gerade gekommen? Man erzählt sich von einem Kondor, der einen alten Inselreaktor zu seinem Nest gemacht haben soll. Ob das stimmt, kann ich allerdings nicht sagen. Und wie man die Insel erreicht, weiß ich leider auch nicht. Geschieht diesen Shinra-Säcken jedenfalls recht. Dem armen Mann aber nicht. Nur wenn wir ihn nicht erreichen können. Ja. Lasst uns erstmal nach Junon gehen. Okay. So, jetzt will ich mal kurz gucken, welche Feuermateria ist denn gestiegen? Vita, die schon mal nicht. Blitz, Feuer. Hier, bei Barrett. Nice. Oh, Blitz ist auch kurz vor 2. Nice. Das finde ich cool. Oh, Baby Chocobo heißt, hier ist irgendwo eine Haltestelle, eine kaputte. Da. So, aufstellen, Cloud. Nice. So, jetzt will ich mal gucken. Ich brauche gerade mal ein paar Gegner, damit ich Blitz auf Stufe 2, oder damit ich die Gewittermaterie auf Blitzra bekomme. Was ist das dann? Hä? Wait, what? Achso, mit dem Schokobo komme ich hier hoch, oder was? Okay. Dann ist dem wohl so. Oh, da ist doch erstmal ein Funkturm, ne? Hä? Was? Wo ist hier? Ach, da. So, nee, halt. Fertigkeiten, Analyse. So. Bin mal so frei. Wirksam Eis. Okay. Ist geschwächt. Hier ist jetzt Schluss. Sehr gut, weiter so. So. Geil, wir haben Blitzra. Geilomat. Oh, Schatzversteck. Nice. Wie viele? 2. Das heißt, wir haben hier einen. Hinter uns ist noch einer. Das wird dann wohl der zweite sein, ne? So, okay. Dann bin ich nochmal zu dem Funkturm oder Sendemast. Was seid ihr denn für Viechers? Keine Angst, ich will nur spielen! Genug? Ja, was seid ihr denn? Für schnelle Biester. Volle Kraft! Ja! Hallo! Was? Warte mal. Hallo? Junge. Genau so. Na dann. Alter Vater, ey. Die Fliegedinger sind ja mal richtig ätzend.
Yeehaw! So, da haben wir das. Okay, ah, da kann ich einen Schokobo fangen. Nice. Jawohl. Ah, das. Okay, diese Chatley-Punkte, die zählen pro Region. Ich habe in der Nähe eine Protosubstanz geortet. Könnt ihr euch das mal ansehen? Was ist denn eine Protosubstanz? Was? Zum Geier und seiner Walli ist eine Protosubstanz. Ja. Dürfte ich jetzt mal die Kamera öffnen, die Map öffnen, danke. Aha. Okay. Oh, oh Gott, hier ist noch so viel unerkundet, ey. Wobei das hier oben ist ja Gras, die Graslandregion, ne? Aber auch hier, ey. Oh, Mann. Das wird noch dauern. Das wird noch dauern, bis wir das Spiel durch haben. So, was ist hier oben? Auch nochmal Mogri-Medaillen, gehe ich mal von aus. So, dann wäre das nächste jetzt Junon, ne? Jo. Okay, Freunde der Sonne. Dann würde ich sagen, auf YouTube machen wir jetzt wieder einen Cut. Na, das heißt, da geht's in der nächsten Folge, ja, mit dem Besuch in der Stadt Junon weiter.